Wenn Lamborghini ein SUV baut, dann kann es eigentlich nur so aussehen. Ich sitze hier im wohl größten und sportlichsten italienischen Kampftier, was es überhaupt gibt, Lamborghini Urus. Es ist ein sogenanntes S-SUV, ein Supersport-Utility-Vehikel. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin mir mehr als sicher, dass hier kein anderes SUV irgendwie dagegenhalten kann. Ob das Grip-Testfahrer Jan Seifert hier auch sieht? Pappalapapp hier, Supersport, SUV und so weiter. Also ich fahre Porsche Cayenne Turbo und da ist noch lange nicht geklärt, wer hier der sportlichste SUV ist. Keine Spur von braver Familienkutsche. Der Urus reißt genauso brutal an wie jeder Lambo. Alter Verwalter, das Ding marschiert, das ist ja Wahnsinn. Der Kampfstier in Zahn. 650 PS. In nur 3,6 Sekunden auf Tempo 100. Preis unseres Testwagens über 265.000 Euro. Dafür bekommt man aber auch das schnellste SUV der Welt. Und er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Es ist der Wahnsinn. Niki knackt mit dem brutalen Lambo-Keil problemlos die 300er Schallmauer. Also es ist beim normalen Lambo, sitzt man drin, da wird man immer schneller und schneller. Und jetzt sitzt man in einem SUV und du fährst ganz genauso. Und der zieht einfach hoch ab 260, 270. Der fährt wie's Messer durch den Butter. Leck mich am Arsch. Mit dem Cayenne folgt Jan Seifert im Tiefflug. Auf der V8 Biturbo in Porsche lässt Urgewalten auf die Straße los. Hello to the metal, würde ich sagen. Attacke. Das Ding geht ab. Sage ich euch, das Ding geht ab ohne Ende. Die Daten, 550 PS. In 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Testwagenpreis über 161.000 Euro. Jan gönnt dem Cayenne Auslauf und erreicht ein Tempo über 280 km/h. 283 km/h, also. Das fühlt sich schon schnell an. Da wird da vorne aber die Straße mal richtig schmal. Und gefühlt dürfte der nicht langsamer sein als Niki sein Lambo. In drei knallharten Challenges muss der Urus jetzt beweisen, dass er der neue Supersport-King unter den SUVs ist. Erste Disziplin, das Beschleunigungsduell. Diese 800 Meter lange Asphaltgerade bildet den Dragstrip für die Vollgasschlacht. Wer im Ziel die Haube vorn hat, gewinnt. Niki hält sich im 305 km/h schnellen Lamborghini Urus schon für den Sieger, bevor es überhaupt losgeht. Wenn ich jetzt hier mal nur Autoquartett denke, 650 PS, 850 Newtonmeter, das sind Fakten, das kann keiner schlagen. Wenn ich mir rein die Fakten anschaue, dann wird es ein richtig hartes Ding jetzt für mich, das Beschleunigungsrennen. Ich meine, 100 PS Unterschied zwischen den beiden Autos. Rein die Fakten sprechen nicht unbedingt für mich. Aber die Zuffenhausener, die wissen, wie man eine Launch Control baut. Das ist eine der besten weltweit. Die können mir zu meinem Glück verhelfen, dass ich den Niki vielleicht doch am Anfang abziehen kann und am Ende den Vorteil habe. 3, 2, 1, 0. Ja, gleich auf, er ist ganz gleich weg. Komm, nein. Alter Verwalter, jetzt komme ich. Jawohl, jetzt kommen meine Pferdchen. Das gibt's doch nicht, aber so viel ist es gar nicht. Mann! Perfekt gearbeitet. Wie ich mir das gedacht habe, genauso hat sie gearbeitet. Vom Start weg konnte ich direkt mitziehen mit Niki und dann war das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also er hat die Leistung einfach nicht mit dem Lambo auf den Boden gebracht. Ich dafür schon. Das war mein Vorteil. Und am Ende einfach die 100 PS, natürlich, die ziehen mir dann irgendwann weg. Wir waren ein bisschen über 200, da bin ich dann einfach ein bisschen weggezogen. Aber was ich mir wirklich am Anfang gedacht habe, Leistungsunterschied, 100 PS, da müsst ihr mehr kommen. Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Denn beide Dampfhämmer beschleunigen mit ihren 2,2 Tonnen Leergewicht wie reingrassige Supersport. Der Urus macht, typisch Lamborghini, schon im Stand extrem auf dicke Hose.
Mit seiner flachen Dachlinie und den scharf gezeichneten Ecken und Kanten sieht er eher nach Abfangjäger aus. Dazu passend ein Hightech-Cockpit wie im Kampfflugzeug. Beengt geht es hier aber nicht zu. Der Lambo hat innen viel Platz. Wer es gerne zurückhaltend mag, ist dem Urus allerdings komplett falsch. Er ist einfach bullig. Er ist auch riesengroß. Es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Für mich, der Cayenne verschwindet da eigentlich ein bisschen. Der, wenn er dahinter steht, siehst du den gar nicht. Also der ist halt wirklich riesengroß. Also von dem her ist es ein Hingucker und es wird es auch eine lange, lange Zeit bleiben. Der Cayenne kommt für eine so wuchtige Fahrzeugklasse fast schon zierlich daher. Die weichen Linien wirken zeitlos und erinnern hier und da an den 911er. Er ist deutlich höher als der Lambo und innen ein typischer Porsche. Alles Technoid und etwas kühl, dabei aber perfekt verarbeitet. Ausgefeilte Allradtechnik haben beide an Bord. Aber wer ist abseits befestigter Pisten der King im Ring? Vollgas auf Bord. Eine Disziplin, die der Urus als spontane Rallye-Einlage durchaus beherrscht. Der gemeine SUV-Besitzer aber tunlichst vermeidet. Die können meines Erachtens wirklich einiges im Gelände, aber nur keine Sau nutzt irgendwie. Auch beim Cayenne beschränken sich Offroad-Einsätze in der Regel auf Feldwege oder die Fahrzeugschiffe. Doch da geht viel mehr. St. Engelmar im Bayerischen Wald. Eine präparierte Schneepiste samt eng gestecktem, teils vereistem Slalomparcours. Nach der 180-Grad-Kehre, die keinen Raum für Fehler lässt, geht es mit Vollgas zurück. Und kurz vor dem Ziel noch durch eine schnelle Schikane. Lamborghini gegen Porsche. Der Schnellste gewinnt. Und wie ist das, wenn ich jetzt eine Pylone umfahre? Hütchen sind 3 Strafsekunden, also das wird drauf addiert. Also auf meine Gesamtzeit am Ende. Alles klar. Ich mache den ersten. Fang du mal an, leg du mal vor. Die Challenge jetzt hier auf dem Parkplatz, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon ein bisschen Bammel davor. Das ist ein Riesenteil, 2,2 Tonnen müssen da durchgezirkelt werden. Die Hütchen sind doch relativ eng. Wie die ganze Elektrik hier arbeitet, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, da verlasse ich mich lieber auf den Fuß vom Herrn Schelle, dann werde ich es manuell machen. Ohne ESP und mit dem geilen Allrad, mit der Leistung und dem Gewicht, muss das schon klappen. 3, 2, 1, go! Ja, das geht sogar besser als erwartet. Ah, man kann schon noch relativ Gas geben, ein bisschen was Last dazu. Der Schelle gibt Gas, das ist natürlich sein Untergrund jetzt hier. Jetzt die Wende. Die Wende hat es aber in sich, ja? Und hat einen Fehler. Das könnte mein Vorteil sein. Mit abgeschalteten elektronischen Helfereien lässt Rally Ass Niki die 650 Pferde galoppieren. Das Grip-Level ist gut, er lenkt gut ein und jetzt Feuer. Nochmal Vollgas durchs Ziel doch. Los, mach, auf geht's. Oh, der Bremsweg. Stehen bleiben, Herr Schelle, da hinten. Also es hätte keine 3 km/h mehr sein dürfen, sonst knall ich da hinten irgendwie rein. Also mir ist echt die Düse gegangen. Niki legt 36,39 Sekunden vor. Und Jan? Der rechnet mit besserer Traktion durch weniger Power. Ich lasse das ESP aber an, weil ich glaube einfach, durch den Slalom durch, da ist die Taktik besser, einfach ein bisschen kontrollierter zu fahren. Ich habe 100 PS weniger als der Niki, könnte auch mein Vorteil sein. Also ESP an, trotzdem Sport-Plus-Modus und die 100 PS weniger, die helfen mir. So, Jan, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Die 8 Zylinder blubbern. Du wärst soweit, oder? Ja. Fenster geht auf jeden Fall rauf. Ja. 3, 2, 1, go! Man hört's, er fährt mit ESP. Das zirkelt sich aber richtig gut durch. Ja, durch den Allrad, Mann! Das hat voll Bock! Fuck, der zirkelt wirklich an die immer Zentimeter. Jetzt ein bisschen weiter weg. Nicht zu spät bremsen. Gut rumkommen jetzt hier. Voll einlenken. Nein. Ja. Das waren ja Millimeter außen an der Wand. Attacke zurück. Die Allrad-Elektronik erkennt, dass sich der Cayenne mit Vollgas auf Schnee und Eis bewegt und hilft, die Kraft von 550 PS besser auf den rutschigen Untergrund zu übertragen. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass ich so einen kleinen Vorteil habe, weil ich nicht ganz so viel Leistung habe wie der Niki. Das könnte geklappt haben vielleicht.
Jan ist allerdings nicht so gut wie Niki durch die enge Spitzkehre gekommen. Aber wer ist am Ende schneller durch den Parcours gefetzt? Ja, Jan, Butter bei die Fische. Zeiten, ich habe deine Zeit. Das ist eine 37,03. Deine ist eine 36,39. Das gibt's nicht. Ah. Mann, ich habe echt gedacht, ich bin ein bisschen schneller, weil ich habe 100 PS weniger als du. Und ich dachte wirklich auf diesem losen Untergrund, diesen rutschigen Untergrund, das kann ich ausspielen. Aber ich glaube einfach hinten aus der Spitzkehre, die kurze Gerade, Schikane, nochmal eine kurze Gerade, da hast du einfach nochmal den Vorteil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die können inzwischen auch Allradsystem. Also das ist mir wirklich, du merkst wirklich, wie die ganze Chose nach vorne geht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war jetzt gar nicht so schlecht. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Okay, weitermachen. Nächste Challenge. Wieder ein knapper, aber klarer Sieg für den Lamborghini Urus. Der Stier gibt sich also auch auf Schnee keine Blöße. Doch kann er sein Versprechen, das sportlichste SUV der Welt zu sein, auch in der Königsdisziplin einlösen? Denn jetzt folgt das Rennen auf dem Track. Ein Testgelände bei München. Der 2 Kilometer lange Rundkurs ist gespickt mit Passagen, die Mensch und Maschine alles abverlangen. Enge, sich zuziehende Kurven wechseln sich ab mit schnellen Ecken und Vollgasstücken. Das integrierte Schlechtwegestück mit Betonplatten und Pflastersteinen lockt die beiden Mega-SUVs endgültig aus der Reserve. Die Strecke, die jetzt vor uns liegt, ist schon ein bisschen tricky. Du hast enge Kurven drin, du hast schnelle Kurven drin. Ich glaube aber, der Cayenne lässt sich sehr schön weich fahren. Und natürlich, mein Vorteil ist Rennfahrer, Rundstrecke. Niki, der Rallye-Fahrer, ich glaube, der wird sich da schon ein bisschen schwerer tun. Beide Kontrahenten fahren jeweils eine schnelle Runde mit fliegendem Start. Jan muss zuerst ran. Sport Plus Modus mache ich. PSM Sport, also okay. Porsche Stability Management. Und dann gucken wir mal, los geht's. Fahrwerkstechnisch ist das aktive Dämpfersystem des Cayenne jetzt sportlich straff eingestellt. Okay, ich drücke dann drauf, weil Start. So, jetzt will er es wissen und sagt, ja. Wissen. Heide Witzka und 3, 2, 1, go. Zeit läuft. Bremspunkt finden. Ohne Knarre drischt Jan die weit über 2 Tonnen schwere SUV-Rakete in die erste knifflige Kurvenkombination. Hohoho, immer zu. Ja, ich merk's. Da hast du natürlich jetzt den Vorteil, du kannst dir schön die Strecke angucken. Ich schau mir schön die Strecke an, du fährst in den Schnee raus, du Schwein. Aber geil. Also, was jetzt wirklich von dem her ist, auch vom Antritt, er macht schon nochmal einen Ruck, das Ding. Also ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich irgendwie das auf langsam macht. Nee. Also das Ding hat schon auch Druck. Die 550 PS, der steht sehr gut im Futter, muss jetzt ich mal ganz ehrlich sagen. Und auch hier drüber jetzt, ja. Ich meine, ja. Wir haben den Sportmodus an, Sport-Plus-Modus sogar. Und er geht halt irgendwie das Kopfwärmpflaster halt auch richtig geil drüber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also. Also, ich meine, diese Bodenwelle, die es hier hat, holla die Waldfee. Dank aktivem Fahrwerk behält Jan aber alles im Griff. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie mein Corsa-Modus ist beim Lambo, weil das wird jetzt schon ein bisschen was anderes. Du merkst halt, wie das Auto wankt und wie das arbeitet. Ich merke in erster Linie, dass Herr Seifert hier es wirklich wissen will. Also das merke ich eigentlich schon mal. Also nicht schlecht. Okay, das ist die Corner aus Understeer. Devil's Corner sozusagen. Ja, genau. Oh, gut. Die Zeit ist 1:26:52. Hey, die Runde, die war richtig gut und die Strecke ist so schwer. Aber der Cayenne hat das richtig geil weggeschluckt. Also perfekt. Ich konnte da voll drüber hämmern, ohne irgendwie zu zucken. Also rechts Pedal to the Metal, einfach Vollgas drüber, ohne Probleme. Also es hat richtig Spaß gemacht. Jetzt lässt Niki den Urus von der Kette. Los geht's. Ja, das ist nicht so scheiße. Ich habe mir der jammert hier rum, sodass ich da irgendwie ein bisschen Angst habe, oder was? Nein, hier hat nur einer die Hosen voll. Also man merkt, Niki Schelle ist Rallyefahrer und nicht um die Grundstrecke. Ja, der versucht das Ding hier quer rumzuprügeln. Du merkst, er liegt straff. Du prügelst die Karre hier um die Ecke. Aber mit dem Bremsen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, fühle ich mich nicht ganz so wohl. Ups. Das könnte die Reifen wahrscheinlich so ein bisschen bessere Temperatur haben. Dann würde das ein bisschen besser gehen. Also ich habe schon gut Temperatur jetzt gerade. Über die nasse Stelle. Jetzt das war jetzt nicht schlecht, aber jetzt.
Über dem hinterhältigen Absatz in der Betonplatte fährt Niki zwar etwas vorsichtiger als Jan. Dafür könnten ihm die darauf folgende schnelle Kurve und die letzte Gerade ein wenig besser machen. Mal gucken, ob du hier den Mehrleistung ausspielen kannst. Oh, da bin ich ein bisschen zu weit außen. Los, Pferdchen, lauf, 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 lauf! Feuer, 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 Feuer! Nein! Nein! Was heißt nein? Nein! 1,25,51! Und damit genau eine Sekunde Vorsprung für den Lamborghini. Auch wenn es denkbar knapp war, der italienische Kampfstier hat sein Versprechen eingelöst. Ist der neue Platzhirsch unter den Power-SUVs. Ja, Jan, das war doch jetzt meine Ansage vom Lamborghini Urus. Jede Challenge gewonnen, ne? Ja, du hast zwar alle Challenges gewonnen, aber die 100.000 Euro, die dein Auto mehr kostet, die der Lambo mehr kostet als der Cayenne, ganz ehrlich, ob sich das hochrechnet, auf Schnee und Eis fahren, 6/10 Unterschied. Beim Beschleunigen hast du bis 100 km/h keine Chance gehabt, irgendwie wegzuziehen. Und eine Sekunde auf knapp 2 Kilometer am Ende schneller zu sein mit 100 PS mehr, ich weiß nicht. Also für mich, ganz ehrlich, lohnt sich der Aufpreis nicht. Man muss aber ganz ehrlich sagen, wer die 100.000 hat, der nimmt sie den, weil dann hat er auf jeden Fall was Exklusives. Ja? Der nimmt die Protzerkarre, genau. Der nimmt die Protzerkarre. Ja, genau. Ich stehe dann mehr so ein bisschen auf Understatement. Okay. Nehme den Porsche, den Cayenne, kann ich auch mal am Sonntag Brötchen holen fahren. Ich fahre mit dem, weil da geht er mir wirklich die Post an. Wer es sich leisten kann und jetzt einen Urus bestellt, muss auf seinen Kampfstier 2 Jahre warten.